Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Some Batman Arkham City. Oder sollte ich diesmal sagen, Batman Wonder City? Wer weiß, Wir sind hier jedenfalls in Old Arkham. Oder, nee, Quatsch, Old Gotham. Ich weiß es nicht genau, ach. Da passe ich zu schlecht auf. Ja, aber wo ich aufgepasst habe, das war hier. Gut, ist jetzt auch nicht schwer, ja, wir sehen es da oben rechts im Video. Haben die Aufzeichnung gesehen. Wir müssen einfach dieses Ding hier hochschieben. Dann haben wir da nämlich einen Schalter. Sei ein Schwert hier das Richtige. Oh. Guck mal an. Ja, klatsch. Genau. Sieht aus, als wäre ein Schwert das Richtige. Dankeschön. Ich weiß zwar nicht, wer du warst oder was du wolltest, aber dein Messerchen konnten wir gut gebrauchen. Protokoll 10 tritt in 4 Stunden in Kraft. In 4 Stunden? Vorhin hieß es, also im letzten Part hieß es doch noch, in 5 Stunden habe ich hier eine ganze Stunde verballert? Nee, eigentlich nicht. Das ist doch gerade mal erst eine halbe her, höchstens. Laber keinen Scheiß. Clubouts. So, was haben wir hier? Keine Ahnung. Oder doch, ich glaube, ich weiß es. Wir haben da letztens einen Schalter gehabt. Das war hier in einer Nebengasse, ja. Da können wir gerade nochmal hingehen. Da war die Zeit sehr, sehr knapp bemessen. Ich glaube, das lag bei 10 Sekunden oder so. So schnell kommen wir da niemals hin. Aber kein Problem. Wir können das ja auch mit dem ferngesteuerten Batarang machen. Jetzt muss ich nur mal kurz die Lage sondieren und mir einen Weg dafür suchen. So. Hier vielleicht? Durch diesen Tunnel? Dann hier durch das Haus? Ja. Und dann sind wir hier unten. Und dann stehe ich hier und könnte theoretisch das Ding mir krallen. Richtig. Eieiei, das wird auch nicht so einfach, aber wir probieren es einfach mal. Es wird nicht so einfach, aber wir probieren es einfach. Genau. Ihr wisst, was ich meine, ne? So, extra langsam. Macht ja nichts. Ich glaube, was das angeht, fliegen kann er unendlich, oder? Ei. Nicht gegen die... wie nennt man das? Nicht gegen die Laterne. Uiuiuiuiui. Guck mal an. Da sind wir schon. Ha! Fail! Da hat es ein bisschen an der Kurventechnik gehapert, aber das war doch schon gut. Das sah doch schon cool aus. Nein! Fail! Dreh mal um. So können wir ihn stabilisieren, habe ich gerade gemerkt, ja. Das brauchen wir vielleicht auch mal. Oh, 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 oh. Ja. Hä? Nein! Wieso? Wieso hat's das nicht getroffen? So ein Mist aber auch. Na, aller guten Dinge sind 3, wollte ich gerade sagen. Und dann semmelt's gegen die Wand. Okay, dann brauchen wir eben einen 4. Versuch. Machte nichts. Das werde ich mir jetzt mitnehmen. Eieiei. Einmal stabilisieren, bitte. Und... Nerf. Kann man da nicht irgendwie einen anderen Weg nehmen, der einfacher ist? Hier irgendwie? Durch die Gassen zum Beispiel?
Nein. Fail. Eventuell. Guck mal, so geht's doch auch. Nein! Daneben. Aber das war trotzdem schon nicht schlecht. Denn der Weg ist besser. Weil einfacher. Irgendwie. Zumindest geht's da nicht so steil durch irgendwelche Lüftungsschächte. Das gefällt mir. Na, siehst du wohl. Es geht doch. 7, 6, 5, 4, zack. 3, 2, 1, meins. Wäre jetzt ärgerlich gewesen, wenn wir uns... Ah, guck mal. Entwürfe, die League of Assassins. Okay. Das wäre jetzt echt ärgerlich gewesen, wenn uns das ewig aufgehalten hätte, aber... Das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Was haben wir hier? Eine Mine? Das ist tatsächlich eine Mine. Ist die Frage... Reagiert die auf unseren Unterbrecher? Nee. Leider nicht. So eine Schande. Waffen können wir damit jetzt ausknipsen, aber Minen, wie es aussieht, nicht. Schade. Ja. Müssen wir die leider liegen lassen. Hm. Ist jetzt die Frage, wo geht's weiter? Ach, hier haben wir eine Leiter. Wo geht's weiter? Nimm die Leiter. Richtig. Oh, 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 oh. Aber da muss er sich schon raushiefen. Der Batman. Ei, 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 ei. Da schwindet sogar unsere Gesundheit. Guck mal an. Was ist da los? Wieso kann ich nichts tun? Jetzt sehe ich schon das goldene Licht, oder was? Nein, ich will noch nicht abkratzen. Hä? Bruce, du kannst mich hören, nicht wahr? Du musst ins Licht gehen. Mhm. Dein Vater und ich warten. Wir haben dich so vermisst. Du musst es tun. Du musst es für uns tun, Bruce. Bruce? Bruce, Bruce, hörst du mich? Deine Vitaldaten, sie brechen ein. Als wären sie im freien Fall. Was immer du auch suchst, du musst es finden. Sofort. Wie viel Zeit bleibt mir? Oh, Gott sei Dank. Ich will nicht drum rumreden. Wenn es so weitergeht, Minuten. Ehrlich, Bruce, du musst mir genau sagen, was ich tun muss. Was soll Robin machen? Du weißt, wenn du nicht... Ich schaffe es. Oh, das wollen wir hoffen. Jetzt fängt er auch schon an zu humpeln. Und steht schon schief. Auch wenn der Gesichtsausdruck immer noch derselbe ist. Aber er hustet auch. Das heißt, ich glaube, wir lassen jetzt mal die Trophäensucherei hier sein. Und bewegen uns einfach dahin, von wo es Licht schien. Und das war offensichtlich hier. Denn jetzt ist erstmal unser primäres Ziel, die Kammer des Dämons, WTF. Nein, natürlich nicht die Kammer des Dämons, sondern... uns zu heilen. Einfach nur das nackte Überleben zu sichern. Du hättest meine Warnung beherzigen sollen. Oh, oh. Hier unten wird dich niemand retten. Halt! Was? Oh! Wer ist denn sie? Klatsch! Wie konntest du uns finden? Ich habe deine Leibwächterin wiedererkannt. Ich musste ihr danach nur folgen. Hm. Herrin, ich habe mich von ihm austricksen lassen. Verschwinde. Ich kümmere mich später um dich. Wieso lässt du dich festnehmen, nur um mich zu sehen, Bruce? Nach unserer gemeinsamen Nacht in Metropolis hättest du doch auch einfach anrufen können. Ich bin nicht deinetwegen hier. Wo ist Ra's? Wenn er wieder tot ist... musst du ihn wieder erwecken. Nur ein würdiger Nachfolger darf dem großen Ra's al Ghul gegenübertreten. Mein Vater wollte immer, dass wir zwei zusammen sind und seine Armee gemeinsam befehligen. Stell dir das vor. Hoho. Du, ich,
eine bessere Welt. Ach du Jemine. Dein Gesicht. Was ist passiert? Ich will den Platz an deiner Seite einnehmen. Du willst ein Assassin werden? Wieso sollte ich dir diesen Sinneswandel glauben? Du hast mein Gesicht gesehen. Sehe ich aus, als hätte ich eine Wahl? Bist du bereit für die Prüfungen des Dämons? Beweise, dass du ein Leben beenden würdest, um die Welt zu retten. Ich bin bereit. Mögen die Prüfungen beginnen. Okay, sie ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Halleluja. Tausende von Kriegern sind auf der Jagd nach dem Dämon umgekommen. Viele der Möchtegern-Nachfolger waren nicht mehr als Kinder, die gegen die Grauen der Schöpfung ankämpften. Dead ass. Schon Schlimmeres gesehen. Nichts kann dich auf das vorbereiten, was folgt. Die Vorsehung entscheidet über dein Schicksal. Ich scheitere nicht. Ich habe diese Worte bereits 100 Mal gehört. Hoffen wir, dass du recht behältst. Lauf doch bitte noch ein Stück lasziver. Was ist denn da los? Deine Reise beginnt hinter dieser Tür. Eieieiei. Fangen wir an. Bist du dir sicher, Bruce? Nur ein Mann hat diese Probe je bestanden. Versuchst du etwas, mir auszureden? Natürlich nicht. Ich wollte, dass du dir sicher bist. Wenn das Blut des Dämons von dir Besitz ergreift, bist du auf dich allein gestellt. Wie immer. Mögen die Geister gnädig sein. So. Charlie Al Ghul. Der Name sagt uns auch was, ja? Willkommen, Detective. Ich bin der große Ra's al Ghul. Was? Vor dir liegt die erste Prüfung des Dämons. Du musst aus dem Kelch trinken. So einfach ist es. Ach so. Naja, in so einem kleinen abgeschlossenen Raum bleibt mir wohl auch nicht viel übrig. Ja, meine Expertensicht, die habe ich nicht. Technologie wird dir in diesem Reich nicht helfen, Detective. Siehste? Da merkt er sogar, wenn ich meine Sicht anschalten will und sagt mir, das bringt nichts. Okay, dann trinken wir mal aus dem Kelch hier. Aus dem Heiligen Gral. Oder whatever. Gut. Spüre, wie das Blut des Dämonen durch deine Adern strömt. Deine Gesundheit regeneriert und deinen Willen manipuliert. Oh. Guck mal an. Deine nächste Aufgabe ist leicht. Folge mir durch diese Welt und die Prüfung ist bestanden. Wenn du auf dem Weg etwas berührst, stirbst du. Oh. Wie, wenn ich was berühre, sterb ich? Was ist da los? Wechsle zwischen Herabstürzen und gleichmäßigem Aufsteigen, um lange Distanzen zu überbrücken. Ich verstehe. Ja, das habe ich doch schon ein paar Mal in der Arkham City gemacht. Na dann wollen wir mal. Genau so geht's. Seht ihr? Diese Prüfungen werden zeigen, ob du stark genug bist, meine Armeen zu führen und diese Welt von dem Bösen zu befreien, das sie zerstört. Ach so, dasselbe nochmal. Diesmal mit Kurvenlagen eingebaut. Mal schauen, ob ich das hinkrieg. Darf ich mich denn daran festkrallen? Ja. Oi. Ach du Jemine. Nein. Ihr Lehmkrieger hier, ihr komischen. Acht. Ich dachte gerade, ich hätte ihn hier die Kante runtergeworfen. Nee, scheinbar nicht. Na? Die sind aber auch hartnäckig. Klatsch, nein. Da ist er kaputt. Blautz! Bist du derjenige, nach dem ich gesucht habe, Detective? Wer weiß, wo bist Ein du denn? Nachfolger? Da.
Das ist doch ein abgekartetes Spiel hier. Ich werde doch nicht wirklich den Platz von Ra's al Ghul einnehmen. Das sagt Batman doch bloß, um seinen Arsch zu retten. Er soll doch mal ehrlich sein. Obwohl, so an der Seite von dieser Talia. Eieieiei. Jetzt muss ich mich hier reinstürzen, oder was? Scheinbar. In das Tor zur Hölle. Wir werden sehen, was uns hier jetzt erwartet. Aha. Gar nichts? Habe ich gefailt? Ja, irgendwie habe ich gefailt. Warum? Ich habe es doch getroffen. Dieses Loch. Ei, ich habe den Ast berührt. Nein. Ist das lächerlich. Eieieiei. Ich muss doch hier runter. Guck mal, diesmal habe ich es getroffen. Klatsch! Das Blut des Dämonen hat es mir ermöglicht, 600 Jahre zu leben. Stell dir vor, wie viel Gutes du in so einer Zeitspanne tun könntest. Naja, wir kennen ja aus den Nolan-Batman-Filmen bereits das, was Ra's al Ghul als gut bezeichnet, ist es, die Bösen zu bestrafen und zu töten. Das ist ja nicht ganz unsere Doktrin. Nennt man das so? Doktrin? Direktive? Nicht ganz unsere Philosophie. So. Und wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Batman da wirklich so einen Sinneswandel abgelegt hat in so kurzer Zeit. Eieiei. Da klatschen wir gegen den Stahlträger und sind schon passé. Hast du gesehen? Das heißt, hier müssen wir wirklich ganz zielgenau durch diese Dinger durch. Das sah aber schon mal besser aus, ja? Eieiei. Das sah nicht gut aus. Aber wir sind wieder. Auf den richtigen Pfad zurückgekommen. Und niemand hat uns gesagt. Wie ich sehe, wird dein Körper schwächer. Die geringe Menge, die ich dir zu trinken gab, wird dich ein paar kostbare Stunden länger am Leben erhalten. Aha. Zeit für dich, die ultimative Entscheidung zu treffen. Niemand hat gesagt, dass ich nicht schummeln darf. Also hier an diesen blauen Säulen hochziehen darf ich mich, wie es aussieht. Ein paar Stunden länger leben. Naja, immerhin. Protokoll 10, oder wie das hieß, läuft ja auch schon in 4 Stunden an. Wenn ich mich da nicht verhört habe. Eieieiei. Nein, das war nicht Sinn der Sache. Immer diese Hüpfspielchen hier. Was ist da los? Wollen wir einen neuen Versuch starten? Oder wollen wir es dabei belassen und es auf den nächsten Part verschieben? Denn irgendwann wird das ja auch mal zu Ende sein, der Parcours hier. Auch wenn das cool aussieht, oder? Was ist denn da los? Wie aus einer anderen Welt. Und doch immer noch in der Arkham City, man sieht's. An dem Mauerwerk und so? Naja. Also, schaltet beim nächsten Mal wieder rein, wenn ihr, ja, euch genauso am Kopf kratzt und WTF im Gesicht stehen habt. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen, meine Freunde.